Jo Leute, herzlich willkommen zu Skaras Tournament 2. Endlich ist es soweit, der erste Kampf steht an, hier ging cool. Ich habe gesagt, ich werde alle Kämpfe zu zweit moderieren. Entsprechend habe ich diesmal den Chase dabei. Ja, ich bin heute mal dabei. Also er hat auch hier die Layouts gemacht, vielen Dank dafür. Schreibt alle in die Kommentare, wie episch er es gemacht hat. Wir kommen nun zum Kampf hier direkt. Cool ist uns herausfordernd, er startet gegen die Boden. Ich wollte so ursprünglich kein Fullscreen machen, aber ich entscheide mich dann doch jetzt mal anders. Ja, er beginnt mit Knackrack, wenn ich gleich mich entschieden habe, hier mit Galagladi zu leaden. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt, weil er hier direkt auf die Drachenroute geht. Entsprechend musst du mit Skarmor in die Offensive gehen. Du meinst, er hat mit der Kampfarena begonnen und ja. Ja gut. Ich bin nämlich eben gerade so aufgefallen. Hä, Bodenarena, hä? Was? Boden? Ja, da war schon wieder, das war schon wieder gedanklich abwesend. Okay, auf jeden Fall die Kampfarena. Er ist natürlich schon mal sehr ungeschickt, dass Garbon hier das Vieh nicht ausgenockt hat. Ja. Das ist vermutlich auch physisch defensiv. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier auf Lucario gegangen bin. Wahrscheinlich, weil ich vermutet hatte, dass das sowieso outspeed, ja. Das war der Hintergrund hier. Leider sehen wir das über unser Programm nur in einer sehr begrenzt guten Grafik, deswegen muss ich hier manchmal ein bisschen erraten, was passiert. Und das ist natürlich ungeschickt, weil er jetzt hier mit Ramot doch schon die Initiative etwas hätte. Ich wäre es im Nachhinein hier vielleicht tatsächlich auf den Wechsel zu Galagladi gegangen. Weiß nicht genau, es war ein bisschen dumm gespielt zu schlussendlich, muss man sagen, aber... Ich weiß ja nicht, was du dir da gedacht hast. Ja. Ich bin ja nicht du. Naja, jedenfalls habe ich jetzt auch mal meine Qualität ein bisschen runtergemacht. Weil ja. Es laggt einfach so richtig hart bei mir. Ja, ich habe es auf niedriges Qualität und es geht auch ganz gut. So, jetzt probiert er hier sich mit Rückenwind gegen den Spukball zu boosten, kriegt er halt den Crit rein und einen Spätzdeath Drop und jetzt muss er halt, glaube ich, dann die Offensive gehen. Das wird jetzt vermutlich auch tun, nee, tut er nicht. Okay. Ja, das Ramot ist auf jeden Fall schon mal, wie wir sehen, doch ganz schön gefährlich für die Kampfarena hier. Was er da schreibt, kann ich euch leider nicht sagen. Ich sehe das gerade gar nicht. Er schreibt meh. Meh. Ja. Hat ihm wohl nicht ganz so gut gefallen. Okay. Im Prinzip die einzige Chance für die Kampfarena ist hier noch mit Galagladi entweder auf die Offenlegung zu gehen oder halt zu hoffen, dass wir in der Attacke tanken. Aber ich glaube, die Offenlegung ist die clevere Variante von beiden. Ich habe persönlich noch nie Offenlegung gespielt, deswegen... Ja, und er kriegt sein Live-Op-Damage, genau so war die Intention dahinter. Jetzt muss natürlich hier Meistergriff sich behaupten gegen die zwei anderen Pokémon. Beiden. Das wären Panzer Aeron und, ja, den anderen sieht man noch nicht. Habe ich leider auch nicht mehr auf dem Schirm. Wir sollten auch immer zwischen Kämpfen ein bisschen den nächsten, also den einen Kampf Revue passieren lassen, die anderen Kämpfe so, also den nächsten Kampf vorausplanen. Als andere ist sehr suboptimal. Mhm. Ich habe extra für 20 Sekunden eingeplant. So. Er geht hier auf den Tempel, weil ich weiß, die einzige Chance, das Vieh noch irgendwie wegzubekommen, hat nicht geklappt. Somit hat er den ersten Kampf gewonnen. Und wir kommen hier zum zweiten. Diesmal gegen die Unlichterd dabei. Ramot, Panzer Aeron, Skaramon und Blitzer. Ja. Blitzer hatte ich auch in meinem Team dabei. Wie würdest du? Ich habe natürlich auch mitgemacht. Und Panzer Aeron hatte ich auch dabei. Und, ja, eigentlich. Panzer Aeron ist eigentlich eine ganz gute Wahl. Und Volcarona oder wie? Ne, Volcarona heißt es so? Auf Englisch? Volcarona. Ja. Ja, hat er auch schon einen ganz guten Switch in verschiedene Sachen, kann auch ganz gut Schaden raushauen. Ja, vor allem gegen Slibuna ist er relativ gut aufgestellt. Gegen Cesurius ist immer ein bisschen riskant, aber hier wird natürlich nicht drin bleiben mit Tohaido. Und es kommt erstmal der Stachler, um weitere Einwechslungen zu punishen. Aber was er vielleicht nicht weiß, dass der Flammenwurf kommt, das hat er wahrscheinlich vermutet, dass irgendwie sowas hier sein könnte. Es ist ein bisschen risikoreich auf Tohaido zu wechseln, aber es ist die einzige Chance, das Ramot irgendwie aus dem Weg zu bekommen. Er geht im Ruheort, okay. Jetzt kann ich erstmal ganz gemütlich auf Schutzschild gehen und mich eine Runde boosten. Und schlussendlich merken wir, drehen wir uns, was das angeht, ein bisschen im Kreis. Deswegen habe ich mich entschieden, auf die Kaskade zu gehen, warum auch immer auf die Kaskade. Aber nee, warte mal, in der normalen Entwicklung geht es ganz gut. Und jetzt hier eine Mega-Entwicklung, was er nicht gewusst hat, Knirsche wird durch Titankiefer um 50% verstärkt. Und dementsprechend kann auch Panzer Aeron das nicht mehr tanken. Jetzt muss er hier schon gucken, wie er dagegen angeht. Blitzer ist vielleicht schneller. Ich weiß nicht, ob es One-Hitten wäre. Die Kaskade, wie viel Prozent hat die gemacht? 80. Dumm, da nicht auf den Knirsche zu gehen, aber naja, sei es drum. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge ich die Kämpfe gemacht habe. Anfangs hatte ich es noch gar nicht bedacht mit dem Titankiefer, ist mir erst dann irgendwann mal aufgefallen.
So, jetzt kommt hier das Scaraborn gegen Trigefalo. Wo einfach wieder rausgeht, warum auch immer jetzt. Das ist ein bisschen, naja. Ja, das war dumm eigentlich. Nee, dumm nicht, aber es war ein bisschen, naja, unnötig in meinen Augen. Er geht hier auf den Falter rein und entsprechend bleibt mir. Wäre mir noch der Tiefschlag geblieben oder halt der Abschlag, wenn man es predicten will. Ich bin für den Predict gegangen, glaube, das ist schiefgelaufen. Drago mit Ohr mit Choice Scarf macht eigentlich seinen Schaden, aber Ramon überlebt das ganz gut. So ist Nibuna, das ist die letzte Möglichkeit. Und ich glaube, wir wissen, wie der Kampf ausgeht. Selbst wenn es Ramon besiegt werden sollte, irgendwie noch. Was tatsächlich noch wird. Der Burn kommt erstens mal. Ja, und dann kommt. Du spielst keine Prio-Attacke drauf. Ich kann das gerade gar nicht so erkennen. Eine Prio-Attacke. Ah ja, Eiszapfhagel statt. Ja, es stimmt, okay. Eiszapfhagel ist best, weil der Flintschuss hat. Gut, wie gesagt, auch die Unicht-Arena ist sehr souverän gewonnen. Kommen wir jetzt zur Pflanzen-Arena dabei. Ramon, Serperial, Scaraborn und Panzer-Eron, was eigentlich alles sehr gute Pokémon sind. Denn Serperial kassiert halt selbst nicht viel Schaden, kann mit der Kraft des Feuer nach einem Blättersturm-Boost doch schon einiges raushauen. Scaraborn und Panzer und Ramon braucht man, glaube ich, nicht zu sagen. Die Boosts sind vernichtend von Ramon und Scaraborn zerschlägt so gut wie alles. Ja, und Panzer ist ebenfalls sehr, sehr unberührt von den Pflanzenattacken. Ja. Gut, okay. Der Lead geht aber definitiv schon mal an mich, weil ich erstmal eine dumme Attacke mache, nämlich ein Felsgrab. Das ist jetzt aber mal egal, weil er kommt Serperial, wie erwartet, und der Felsgrab sollte den Init senken. Aber durch seine Fähigkeit Umkehrung wird es dann umgekehrt, wie der Name schon sagt. Er geht auf den Blättersturm, wie ich bereits vermutet hatte, aber der Tempo-Hieb kann das dann doch ganz schön reinhauen. Ich glaube, dann war der Felsgrab doch nicht mal so die dumme Entscheidung. Hier kommt der Tempo-Hieb auf Skarmory und die Pilzspore ganz easy und lässig. Da gehe ich jetzt dann auch raus auf das Gewaltrohr, denn das hat einige nette Attacken, gibt natürlich einen First Round Wake-Up. Gefällt mir nicht. Aber jetzt Karpitz hier mit der Pilzspur als erstes und dann mit der Prio zum zweiten kann auch das Panzer und denke ich ganz gut aus dem Spiel nehmen. Tempo oder Felsgrab, das ist die Frage. Tempo in dem Fall. Glück, dass es nicht aufwacht. Ja, und jetzt steht es hier schon wieder 1:1. Volcarona finde ich persönlich etwas riskant, weil wenn man das Full Defensiv spielt, hält zwar einiges aus, aber auch nicht ganz so schnell. Ja, was mich wundert, dass du da Felsgrab drauf spielst, weil eigentlich, ich verwechsel Karpitz wegen der Kugelsaat immer mit Scaraborn. Ja, ist doch nicht so blöd, wie ich mir eigentlich gedacht. Ja, Felsgrab ist halt sozusagen. Weil, ja, mach kurz fertig, erklär dann, warum ich Felsgrab drauf spiele. Ja, ich habe keine Ahnung, warum der Felsgrab drauf spielt. Ich spiele Felsgrab deswegen drauf, weil Fiaros sind doch ein ziemlich harter Threat für die Arena hier, um es mal so ganz dezent zu sagen. Übrigens Mega Scaraborn auch. Und ich habe einen Sash auf dem Karpitz, sprich, der kann Fiaro doch ganz schön hart andocken und Nahkampf von Scaraborn tut natürlich alles aus dem Spiel rausnehmen, ganz klar. Dem sind auch ein souveräner Sieg gegen die Pflanzen. Ich gucke auch, dass ihr die Kämpfe ein bisschen schnell hintereinander wegschneidet. Denn jetzt kommen die Boden-Pokémon. Sehr gefürchtet in Scarlet Tournament 1 und Scarlet Tournament 2. Ein Yu-Yu-Team wohl bemerkt. Das sollte man vielleicht wirklich mal sagen, dass es komplett Yu-Yu ist. Und eigentlich relativ wenig hier in dem Sinn reißen kann. So rein von der Idee her. Aber wir werden sehen, wie es sich schlägt. Ich liede mit Dravigator gegen Ramot, wer war da noch dabei? Ich habe gerade nicht hingeguckt, weil ich mit dem Yu-Yu-Team beschäftigt war. Er hat dabei Ramot, Scaraborn, Serperoyal und, Oh, schön ist, ob wir noch ändern, dass du mal kurz auf PO was gelabert habt. Da müssen wir einen schwarzen Blackscreen einblenden, das sollte ich mir mal aufschreiben, das wäre nicht ganz so schlecht, habe ich da ein paar Kämpfe. Wann war das, bei wie viel? Etwa 9 Minuten Blackscreen, erinnerst mich bitte nachher nochmal dran. Gut, zurück zum Kampf. Ja. Nidoking. Also er hat jedenfalls dabei Ramot, Panzer-Eron, Scaraborn und Serperoyal. Ja, Nidoking, ein sehr hartes Pokémon, was jetzt hier mit Serperoyal ging, das will. Weiß ich auch nicht, weil der Blättersturm reicht nicht aus, hätte ich mir sagen können. Schlammwoge, da war der Crit absolut nicht notwendig, weil Life Orb, Nidoking haut doch ganz schön rein.
so jetzt. Alter, wie verzögert das einfach bei mir ist. Bei mir ist es gerade so, dass Panzer Aeron gerade umgegangen ist. Okay, das ist sehr ungeschickt, aber ja. Du musst halt eben das blind kommentieren, so auf dem, was ich dir erzähle. Auf jeden Fall kommt jetzt hier Scaraborn. Die Schlambo gemacht, selben Schaden, aber nicht genug. Es hat noch knapp 30%, dürfte es haben, vermute ich mal. Ich habe jetzt überlegt, ob ich hier Stahlus 42. 42, okay, dann. Irgendwas mit 2. Ja, dann wollte ich auf jeden Fall, ich glaube, eher 230. Ja. Ich wollte jetzt hier vermutlich Stahlus opfern, um den Drop zu bekommen. Und jetzt mit Ravigator das komplett ausrotten zu können. Warum ich jetzt auch immer auf Steinkante gehe, weiß ich gar nicht. Warum gehst du auf Stein? Ah, genau, wegen Ramot. Der Knirsche hätte ihn trotzdem rausgenommen. Ja, oder? Aber wegen Ramot, damit ich mit dem Boost des Ramot gescarft weghauen kann. Der hat geklappt. GG an der Stelle. Die erste Niederlage macht ja nichts. Er hat ja noch ein Continue, dürfte er noch haben jetzt. Dies werden dann für euch nie eingeblendet, für uns hier nicht. Das ist ein bisschen doof, okay. Aber naja, egal. Er macht dann nochmal die gleiche Arena. Ja, er probiert es nochmal gegen die Boden. Mit dem gleichen Team. Mit dem gleichen Team ist natürlich. Never Change a Working System heißt sie, aber leider hat das System nicht ganz so gut funktioniert. Wahrscheinlich hat er sich ein paar Sachen überlegt hier. Ich habe diesmal mich entschieden, gleich mit Nidoking zu leaden, um auch entsprechend dann vorbeugen zu können. Ich sollte vielleicht auch mal bei Skype die Bildschirmübertragung ausmachen, ne? Ja, das wird helfen. Vielleicht dann nicht mehr ganz so verzögert. Ja, ich bin ganz so. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt erstmal warten, bis ihr dann Pokémon reinholt. Eigentlich wollte ich euch ja solche Wartezeiten rausschneiden, aber ich habe die halt leider im Nachhinein nicht mehr alle gefunden, deswegen entschuldigt, wenn wir hier ein bisschen dann was zutexten müssen, aber ich glaube, wir sind derzeit eh schon so knapp dran, dass man da auch mal eine kurze Pause brauchen kann, was das angeht, was der Fortschritt im Spiel angeht. Das war natürlich ein bisschen ungeschickt, hier auf die Wartepumpe zu gehen, aber Donnerblitz, das Panzer Aeron hat anscheinend keine Robustheit, das ist ein bisschen ungeschickt. Was hättest du denn dann bitte? Weiß nicht, er hat auf jeden Fall die Fake nicht so robust geändert. Jetzt kommt hier das Problem sehr Pyroyal. Das ganz schön reinhaut. Ich probiere jetzt hier das erstmal mit einem Gyroball von Stahlus aus dem Spiel zu nehmen. Das klappt auch ganz gut, zumindest um genug Damage zu machen. Jetzt kann Rabigato zurückschlagen mit dem Scarf, wie wir ihn gut kennen. Knirscher muss eigentlich sein. Oder auf die Steinkanne, um vielleicht noch gegen Scarbon entsprechend Schaden rauszuhauen. Das ist halt die Frage hier. Jo. Also. Es kommt Drama, da war es natürlich jetzt relativ unklug auf Ding zu gehen. Und der Burn kommt direkt, wie immer. Ja, der Burn. Der obligatorische Burn. Aber wir sehen hier schon, der Knirscher reicht trotzdem aus. Der Angriff wird nochmal verstärkt. Und Scaraborn, überlebt das jetzt oder nicht? Es überlebt ganz knapp. Da kommt nochmal was ich glaube ich schon ausgeblendet habe im Nachhinein. Ja, ich hasse es damals, ist noch mir alles möglich hier in den Bildschirm reingeflogen. Warum geht jetzt auf Toxin, weil es eh nichts mehr bringt wahrscheinlich. Kugelsaat, Haut, Gastrodon raus. Ganz knappe Sache im Endeffekt. GG. Und er kann fortschreiten gegen die Normalarena. Es geht hier Schlag auf Schlag, das soll auch so sein. Hier mit Ramot, Serpyrial, Scarbon, Panzer Aeron. Er bleibt bei dem Team. Ja. Aber wir sehen hier, die Normal sind für mich persönlich schon eigentlich meine Lieblingsarena. Und mal sehen, wie viel seinen Sprint raus. Und ich würde sagen, sein Matchup ist nicht ganz so klug gewählt an sich. Mit Megalopony habe ich halt schon richtig krassen Lead hier. Ohne Panzer Aeron kräftig. Ich hasse Schlappohr. Ich hasse Schlappohr einfach. Ich mag es einfach nicht. Ja, und es jetzt sehen wir mal, warum du es hasst gleich. Der Turmkick, ja. Der macht leider nicht genug Schaden. Ich gehe jetzt mal auf den Donnerschlag, gucke, ob der mehr macht, warum ich auch immer ich das jetzt gemacht habe. Aber das Gute ist, wir kriegen dabei den Para. Was natürlich etwas unverdient ist, aber egal. Muss auch mal sein. Bohrschnabel gegen Kravums macht so mäßig viel Schaden. Bohrschnabel, Skarmory habe ich noch gar nicht, habe ich noch nie irgendwie gesehen. Bohrschnabel, Skarmory. Ja, wundert mich auch, dass da kein Brave Bird drauf ist, weil das Vieh ist eher so Kamikaze-mäßig normal drauf. Jetzt kommt Dramot hier rein. Da sollte eigentlich der Wechsel jetzt kommen oder bleibe ich drin? Ne, da soll der Wechsel auf Staraptor kommen. Natürlich Choice Scarf wie immer. Und der Falter rein, da kann Ramot, wir wissen ja, dass es defensiv ist, deswegen konnte ich da ohne Probleme auf Staraptor gehen. Naja, jetzt mit dem Sturzflug hier raus, hier rackt mich sozusagen. Naja, ich hätte es halt gefeiert, wenn dann irgendwie wieder irgendwie, keine Ahnung, der Burn gekommen wäre mit irgendeiner. Was spielt er da überhaupt drauf? Ich kann das alles nicht sehen, weil das so unverpixelt und alles ist. Aber egal. Ja, auf jeden Fall hier wieder die. Er meint jetzt hier schon, dass er verloren hat. Wie gesagt, das kann man natürlich immer nie. Sollte man nie so schnell sagen, aber.
vielleicht doch nicht, lol. Sehr pyrial. Ah, doch, der Burn ist ja da, der Burn ist ja, ja da. Eben, der Burn. Oder ohne ja, den Burn hätte er verloren, ich weiß gar nicht, wie das gemeint war. Auf jeden Fall hier mit Schlabohren. Meloette hat natürlich schon gegen Skarborn ordentliche Sachen hier, die man, also ordentliche Attacken, die man raushauen kann. Und ich glaube, die Psychokinese von Meloetta sollte es dann auch aus dem Spiel nehmen können in zu entsprechender Zeit. Also glaube ich, gehe ich einfach auf den Turmkick so, um noch wirklich viel Schaden rauszuhauen. Und Meloetta outspeedet es in der Regel, wenn ich da nicht komplett falsch informiert bin. Und die Psychokinese, habe ich dann, nee, da einen Psychoschock sogar drauf. Der reicht noch aus gegen Mega Skarborn. Er probiert noch sich ein bisschen zu retten. Aber ja, das war dann wohl nix. Nee. Puh. So. Oh, Arctos hat er dabei. Arctos. Okay. Was mit Arctos? Er hat Arctos dabei. Wer? Ja. Er? Ja. Nein, hat er nicht. Cool. Das ist Austos. Austos. Also, wir lernen die Namen, Fabio. Lernen die Namen. Ja, gut. Also, sind wir jetzt drauf eingegangen. Auf jeden Fall nochmal ein Versuch gegen die. Normal, ich probiere es diesmal mit Gravumps im Lied. Ich weiß gar nicht, es dürfte eigentlich schon sein letzter Versuch jetzt sein. Alle extra Versuche sind weg. Scarry. Nicht ganz optimal gegen Gravumps, wie wir wissen. Mhm. Naja, er geht direkt auf Knackrack, das war jetzt natürlich ein bisschen ungeschickter drauf zu bleiben. Ich glaube, Meloetta ist da mehr so, mehr oder weniger ein Opfer. Aber nichtsdestotrotz macht die Schallwelle den nochmal ordentlich Schaden, kann sogar dann im Endeffekt noch für den Sieg sorgen. Gegen Bulk Chomp, was ich an seiner Stelle persönlich aufgespart hätte für Staraptor oder Schlappohr. Ja, für Schlappohr ja weniger, vor allem für Staraptor, das ist schon. Ja. Da ist nicht schlecht, ein Tank gegen zu haben. Aber er hat halt Titansteine rausgebracht, die Staraptor halt schaden. Und ja. da kannst du den halt, da bist halt ein bisschen mit dem Switch in Staraptor halt ein bisschen ja, eingeschränkt. So heißt es. So, jetzt kommt hier Gravumps, da hau ich gleich den übermächtigen Überschalten raus. Warum ich jetzt hier nicht auf Schnelleres gegangen bin, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich, weil ich Angst vor Rabot hatte. Und jetzt hier kommt die große Sache gegen Austos. Warum jetzt hier auf den Hausbruch geht, weiß ich nicht genau. Das ist viel zu früh in meinen Augen, da ich immer noch einen Schlappohr mit Prio habe. Das weiß er auch genau. Zusätzlich noch ein Staraptor. Ja, und das ist im Prinzip GG, weil Staraptor wird jetzt hier das Garbon dann weghauen, was da noch kommt. Hat sogar eine, warum man jetzt auf Felshof nicht auf Eisberg geht. Egal, ja, das macht keinen Unterschied mehr schlussendlich. Da die Prio alles aus dem Spiel genommen hätte. Im Unterschied ist halt dann noch, dass Staraptor schnell besiegt hätte, aber schlussendlich. Ja. Und dann kein Unterschied mehr. Sturzflug. GG. War es ja leider für ihn, wenn ich das richtig sehe. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig, denke ich mal. Thanks for watching. Danke an Fabio, an Chase fürs dabei sein. Noch eine Meinung kurz zum ersten Herausforderung des Tournament. Gut, schlecht, mittel. Also ich fand die meisten Plays von ihm eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Also gut im Vergleich zu meinen. Und halt wie eben das letzte habe ich halt nicht so sehr verstanden, warum er dann auf den Felswurf gegangen ist. Und nicht auf den Eissperr, wo er doch da bei Step hätte und dann das Gravumps eigentlich rausgenommen hätte. Ja, wie gesagt, es hätte sich aber nichts groß geändert. Ich glaube, wir können die Sitzung hier schließen. Das nächste Mal mit einem neuen Gast und hoffentlich. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschaußen! Ciao!